Bist du, sagst, glaubst du von dir selbst, ich meine, man hat es ja gemerkt, kaum, also die Tatsache, dass du dir die Stirn tätowiert hast, wirkt ja kaum wie ein Desperate Move. Bist du, bist du abhängig? Glaubst Wie du? gesagt, ey, ich mach mir eine Strichliste, Digga. Die werde ich abarbeiten. Ja? Oh, scheiße. Oh, das wurde richtig unangenehm mit TwitchCon. hast du, glaubst du, dass du abhängig bist? Von Tätowieren meinst du? Nein, du vom Twitch, von Achso. Deinem Stream. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Und ich bin Streaming-süchtig. Also süchtig hört sich immer, also Sucht wird ja direkt immer mit etwas Negativem verbunden im Grunde. Hm. Siehe Spielhallensucht, dies, das. Hat ja auch jeder gedacht, ich werde meine Oma verkaufen, um spielen zu gehen. Nee, bei den Einnahmen nicht. Ja, das sowieso nicht, Digga. Aber ja, ich bin auf jeden Fall Twitch-süchtig. Also ich kann dir meine Morgenroutine sagen. Ich stehe auf, zimm mir ein Kippchen an. Momentan, neues Feature. Das erste, was ich mache, ist meine Supported-Creator-Einnahmen angucken. Dann ist der Tag fängt schon mal gut an. Und dann öffne ich mir einen Livestream und chill auf dem Livestream von einem Kollegen, der streamt. Und damit wache ich auf. Mhm. Also bist du auch, also bist du genauso Zuschauer, wie du Streamer bist? Ja, auf jeden Fall. Schon immer gewesen. Egal ob YouTube oder Twitch. Ich bin zwar selber derjenige, der da viel macht und auch mittlerweile natürlich auch eine gewisse Reichweite am Start hat und einen gewissen Bekanntheitsgrad, aber ich bin immer noch Zuschauer, schon immer gewesen. Und das werde ich mir, also das werde ich auch nie einstellen können, weil es einfach für mich auch, ja, ich mag das gerne. Ja. Ja, da bist du bei mir auch an der richtigen Adresse. Wir reden hier ständig über Nutten, Drogen, Tattoos. Ja, du musst nur noch vernünftige Spiele spielen. Jedes Mal, wenn du auf Games wechselst oder deine veralberten Yu-Gi-Oh!-Karten öffnest, muss ich abschalten. Dann war es das aber komplett. Ey! Was soll das denn jetzt hier? Bruder, du bist ein erwachsener Mann, Alter. Yu-Gi-Oh!-Karten gehören bei dir in den Keller. Was? Wie, die gehören nicht in den Keller? Die gehören auf die Dual-Disc. Ja, gar nicht. Ich fordere dich zum Duell. Pass mal auf, dass ich mit dem Ding nicht komme. Oder quatsch mich voll wegen. Ich komme auf mein Motorrad und dann fordere ich dich heraus. Ja. Mein Gott, ich habe ein Trauma aus der Kindheit. Ich konnte mir so einen Booster nie leisten. Jetzt gebe ich die Kohle halt aus, Mann. Ich habe auch Trauma aus meiner Jugend mit Yappi. Trotzdem bumse ich nicht die ganze Zeit Ladyboys. Also, das war's. Ich muss weg. Oh, Scheiße. Oh, nee. Oh, nee. Ja, nee, ist ja egal. Lass mich meine Karten spielen, muss ja gucken. Du musst aber mal ein gescheites Spiel spielen. Also was ist denn ein gescheites Spiel für dich? Oh, jetzt ja, sag nicht Fortnite, ich kotze. Nee, nein, ja gut, Fortnite ist ja, Geschmackssache, gut. Digga. Ja. Aber ich würde zum Beispiel dich gerne mal sehen, beispielsweise mal in einer Runde. Wie gesagt, ich verfolge dich ja jetzt auch erst seit einem Dreivierteljahr, ja, deswegen weiß ich nicht, was du davor gezockt hast. Also ich verfolge dich seitdem konstant. Vorher kannte ich dich, aber habe halt nie reingeschaut. Aber zum Beispiel eine Runde PUBG mit ein, zwei Kollegen würde ich mir spaßig bei dir vorstellen. So Survival-Games so ein bisschen in die Richtung würde ich cool finden, ne? Boah, ich sehe mich schon auf dem Kampf morgen PUBG installieren. Hattest ja. du mal einen richtig schlechten Stream, wo du sagtest, boah, das hätte ich mir auch schenken können? Oder nicht, boah, das hätte ich mir schenken können, sondern eher so, uff, das war krass. Also wo du mit einem schlechten Gefühl rausgehst einfach. Ja, schon hatte ich 3-4 Mal. Also eigentlich konstant in der Zeit, wo ich bei Vodafone war. Ganz einfach. Weil wegen du Internet. Hast den Stream. Ja, du weißt ja selber. Wenn du den Stream anschmeißt und links in OBS schlägt der Tampon wieder auf rot aus, dann ist einfach dann. Ja, das ist einfach gelaufen. Das ist Alarm. Ja, scheiße. Ja. Und ja. So Momente, wo ich gedacht habe, oh nee. Ja, gut, doch. Einmal, wo ich aus Versehen die Suchbegriffe. Oh. Das war nicht so nice. Aber ja, ich erinnere mich. Dunkel. Ja. Und jetzt vor kurzem habe ich außersehen bei mir im Stream einmal meine neue Adresse geleakt. Das war auch nicht so geil, weil es dann halt, ich habe gerade, mit wem habe ich da nochmal drüber geredet? Ich weiß es nicht mehr. Mit Steely habe ich drüber geredet. Dann gibt es halt, du kennst sie auch. Du liegst aus Versehen als Beispiel deine Adresse im Stream. Kennt und dann gibt es da diese 0815 Twitch-Zuschauer, ich muss sie einfach so nennen, die einfach
keine Ahnung, bei der Zeugung zu oft irgendwie ist die Mami mit dem Kopf gegen die Wand gestoßen oder so. Die schreiben dir dann in den Chat, ey, man hat gerade deine Adresse gesehen. Oder sie schreiben dir rein, ey, jemand hat deine Adresse auf YouTube hochgeladen. Hier der Link. Obwohl ich mir dann denke, du kleiner, mieser Wichser, kannst du nicht über zwei Ecken denken, oder was? Halt doch einfach die Fresse. Hm. Das sind immer die Besten. Das war eine Scheißsituation auf jeden Fall. Das hat mich schon abgefuckt, ne? Weil bin halt aus der alten Wohnung auch ausgezogen, weil da halt die Stalkerei zu krass war. Ja. Aber Seth hat sich in Grenzen gehalten. Ist halt passiert und dann ist gut. Aber es hat halt in dem Moment übelst abgefuckt. Du versuchst professionell deinen Stream weiterzumachen, aber ja, eigentlich bist du nur von der Situation gerade gestresst, ne? Ja, 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 ich verstehe das. Ich hatte das mal, hatte ich sowas mal? Also sowas nicht, ich habe nie, Gott sei Dank, nee. Aber wünscht man auch niemanden, ne? Nee, auf keinen Fall. Es ist, ich kriege immer Gänsehaut, wenn man das irgendwo herhört, so von wegen, ja, hier wird Adresse bereitgestellt oder da wird herausgefunden. Die Leute wollen ja auch alles rauskriegen, ne? Also die wollen ja, das ist ja eine bewusste, ja, das ist ja dieses Celebrity-Denken, was so ein bisschen rüberschwappt. Die wollen ja so, hey, guck mal hier und fahr mal, und das muss ich wissen und das muss ich wissen. Leider schon, ja. Das ist leider schon, krass. Leider ist das so. Also, die Leute, ich glaube, die Leute verstehen es halt selber auch nicht richtig, weil sie selber, und das ist auch gar kein Disrespect dann an die Leute, aber die Leute sind halt und werden wahrscheinlich nie in die Situation kommen, in der wir sind. Und für die ist so, ja, was ist denn daran so schlimm, wenn die Leute deine Adresse wissen? Aber war noch nie selber in der Situation, dass Zuschauer nachts an deine Tür geklingelt haben, wie bei mir zum Beispiel, und mit McDonald's essen und ey, ich habe McDonald's für uns mitgebracht. Und ich sage mir, Alter, verpiss dich. Und dann sind die sauer, wenn du die wegschickst. Die sind einfach sauer. Ja, natürlich. Ich hatte mal, bei mir hat mal jemand versucht, mich herauszufinden, wo ich wohne. Und dann hat er jemanden gefunden, der genauso heißt wie ich. Lol. Und hat dann gedacht, das bin ich. Und hat ihn dann halt belästigt. Und derjenige, weißt du dann, dass derjenige auch Probleme dadurch bekommen hat, oder? Ja, ich weiß, dass der auf jeden Fall, also ich weiß nicht, wie die Konsequenz war, aber ich weiß, dass der auf jeden Fall angegangen wurde. Über alles. Also der, der es veröffentlicht hat, meinst du jetzt? Nee, der leider genauso hieß wie ich. Ach so. Und der hat dann halt, das war scheiße so. Das war so die abgefuckteste Situation. Es gibt halt echt Leute, die meinen, dass irgendwas bringt so. So, aktuell gibt es ja einen Fall, wo jemand Auftragsschläger, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, ne? Auftragsschläger erfragt und wenn er jemanden findet, der ihm irgendjemand was Böses will, dann gibt er denen die Adresse zu den Leuten. Also so à la fucking was? Das ist absurd. Total absurd. Jetzt in Deutschland oder? Naja, also für, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit Schlorox und Dings hier, aber die haben da anscheinend gerade echt Probleme. Mit, ernsthaft? Ja, da wird, die Aussage war, dass Leute angeschrieben werden, dann wird gefragt, ob die den jeweiligen Streamern was antun wollen und wenn die das wollen, dann sagen die die Nachricht geschrieben haben, okay, dann geben wir die Adresse. So, und das ist absurd, Alter, das ist richtig krank. Da wirst du halt, auch dass ein Streamer angegriffen wurde im Dezember, Anfang Dezember. Alter, du weißt halt nicht, wo der Kopf steht. Ne? Das ist eine totale Eskalation. Also es ist total krank. Du kriegst halt richtig komisches Gefühl. So, weil das halt, das sind Leute, die zu Hause vor einer Kamera sitzen, wo du dich so offended fühlst, dass du Schläger zu denen schickst. Was ist denn mit dir? Was ist denn mit, also was ist denn den Leuten so? Ja, aber also ich finde, man muss dazu auch ganz klar sagen, dass, also aus meiner Sicht ist da einfach auch 90% Blabla. Ja, klar. Klar. Aber natürlich musst du es dann auch erstmal lernen, beziehungsweise schaffen, zu respektieren, dass das Blabla ist, ne? Viele nehmen sich dann halt zu Herzen. Und also, denken halt, dass es kein Blabla ist und denken, morgen stehen die Schläger vor der Tür. Bruder, ich kriege jede Gamescom-Morddrohung. Ja, ist bei mir nicht anders. Und es ist immer bla bla. Aber es gibt immer dieses komische Gefühl, weißt du? Kannst du dich daran erinnern, als dir das erste Mal jemand gesagt hat, dass er dir was antun will, weil du das machst, was du machst, oder das darstellst, was du machst? Ja, gibt's einige. Also so richtig krass. Ja, ich habe schon oft angedroht bekommen, dass irgendjemand mir in die Fresse haut, wenn er mich sieht.
Das ist, das ist, am Anfang hat es einen mehr belastet als, als zum Schluss dann, ne? Sagen wir es einfach mal so. Weil mittlerweile, also wenn man sich dann mit den ganzen Twitch-Kram so ein bisschen auseinandergesetzt hat, weiß man halt, dass das zu 90% einfach nur Blabla ist und die Leute dann sowieso nicht kommen. Genauso, als ich zum Beispiel, kleines Beispiel jetzt nur, als ich die fetten Online-Gewinne hatte aus der Online-Spielhalle. Und ich, da hatte ich ja ganz kurze Zeit zwischenzeitlich 100.000 Euro zu Hause liegen. Das war auch im Nachhinein dumm von mir, das auch so, also das zu zeigen. Und da weiß ich halt, dass auch schon einige Leute auf dem Weg zu mir waren, weil sie mich halt ausrauben wollten, ne? Das gehört halt dazu. Na gut, das war in dem Fall aber auch eigene Dummheit. Warte, bitte, warte mal. Die wollten dich ausrauben? Ja, klar. Wenn Leute wissen, also. Ey, ich will jetzt da nicht zu tief drauf eingehen, aber hätte ich in meinen Hardcore-Zeiten gewusst, du hast ein paar Tausender zu Hause liegen, dann wäre ich wahrscheinlich auch vorbeigekommen. Bruder, scheiß tätowierter Verbrecher mit ihrem scheiß Gesichtstätowierer. Ja, so ist es. Ja, klar. Ja, ja. Aber es war halt in dem Fall auch meine eigene Schuld. Ja. Ich hätte es halt einfach nicht so zeigen sollen. Aber egal, was du machst, es wird immer Leute geben, die dir das nicht gönnen und die dir versuchen, was wegzunehmen. Das wird halt immer so sein. Also Missgunst, okay, aber Raub, uff. Ja, aber wenn du also ich weiß, bei dir ist ja auch das Argument und das fühle ich auch, dass du sagst, ja, ey, komm mir nicht mit deiner Vergangenheit, Mitleid kriegst du woanders, fühle ich. Aber nichtsdestotrotz muss man dann ja in dem Fall auch sagen, ja, okay, ich war halt auch früher einfach ein abgefuckter Drogenjunkie, der halt einfach jeden Tag geguckt hat, dass er seine Kneten organisiert. Und das war in den allermeisten Fällen einfach durch illegale Aktionen. So. Ja, also ich damals. Ja, okay. Ich habe eine Reportage gesehen, ne, von Kaffeefahrten. Weißt du? Oh, ganz mies, ja. Ich weiß nicht, ob du da mal, aber ich habe so eine Reportage, so eine 40-Minuten-Reportage gesehen von Kaffeefahrten. Und das war am Anfang, also abgesehen von der Qualität jetzt. Aber ich meine, was geht denn bei Leuten ab, die sagen, ja, okay, ich muss irgendwie gucken, wo ich bleibe, aber die nehmen halt Omis aus so? Also ich kann dir mit gutem Gewissen sagen, oder was ist mit gutem Gewissen? Ich kann dir nur eins sagen, ich habe nicht ein einziges Mal eine Oma um ihr Geld erleichtert. Ja. Noch nicht einmal in meinem Leben, weil es rechtfertigt trotzdem nicht das, was ich gemacht habe, aber ich hätte niemals, also ich hatte schon damals ganz, ganz wenig Gewissen, aber ich hatte wenigstens noch so viel Gewissen, dass ich nicht einer Oma irgendwie die Handtasche klaue oder whatever. Und ich habe wirklich auch Freunde gehabt und nenn es Karma. Der Kollege hieß Ben, das ist jetzt eine Real-Rap-Geschichte. Ben habe ich auch mal einen auf die Schnauze gehauen, habe ich auch mal in einem Video erzählt. Aber Ben war irgendwann so abgefuckt und so junkie, dass er bei uns in Buxtehude regelmäßig den Omis die Handtasche geklaut hat. Also der ist hingegangen, hat die aus der Hand gerissen und wenn sie die nicht gegeben haben, dann hat er sie zu Boden geschmissen oder sowas. Das war jetzt kein Kollege, mit dem ich irgendwie gechillt habe oder so, aber ein alter Weggefährte von früher. Ja. Das haben alle meine Jungs und ich verachtet und haben auch ganz klar zu ihm gesagt, du, ey, wenn irgendwann mal rauskommt, dass du das bei jemandem gemacht hast, den wir kennen, meine Omi von Kollegen, dann kriegst du richtig mies einen in die Fresse. Und ja, Ende der Geschichte, irgendwann war er so drogenabhängig und so medikamentenverseucht, weil er sein Gewissen damit verdrängt hat, mit dem, was er gemacht hat, dass er sich irgendwann vor ein paar Jährchen im Vollrausch vor die Bahn geschmissen hat. Scheiße. Ja. Warum wieder vor die Bahn? Ihr am Zugführer. Das ist die Ironie der Geschichte. Sein Vater ist selber Lokführer, Zugführer gewesen und hat mehrfach auch Suizidversuche erleben müssen und war dadurch hoch traumatisiert. Oh. Warum Ben sich jetzt ausgerechnet vor die Bahn geschmissen hat, wissen wir alle nicht. Keine Ahnung, vielleicht irgendwie, weil Papa, Bahn und näher, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er sich vor die Bahn geschmissen und das war's dann mit Ben, ne? Ja, Ruhe und Pisse. Ja, nichtsdestotrotz, Digga, tut's mir natürlich leid. Mir tut's nicht für ihn leid, weil es war seine Entscheidung. Mir tut's halt bloß unheimlich leid für die Eltern, aber. Ja. Naja, ich sehe das ein bisschen bei, also gerade Selbstmord ist für mich eher eine Feige. Also ja, bin ich bei dir, ja. Du hast, ich sympathisiere auch eher mit den Opfern, den richtigen Opfern in dem Moment und das sind diese Leute, die zurückbleiben, weißt du? Leute, die halt Familie, Freunde, nahe Bekannte, die einfach, das ist halt übel. Das, da, weißt du. Auf jeden Fall.
Darum versuche ich auch nicht, das ist halt auch so omnipräsent, dieses ganze, also diese omnipräsente Depression, weißt du? So, also jeder ist irgendwie gefühlt, wenn du ein bisschen in sozialen Medien einstaugst, also gehst über Instagram oder Twitter, hast du das Gefühl, jeder ist depressiv. Ja, depressiv oder ich habe einen Burnout oder so, das wird ja heutzutage einfach nur noch ausgenutzt. Irgendwie, keine Ahnung, du wachst 2 Tage hintereinander auf, dir geht's nicht gut, oh Bruder, ich bin depressiv, wird direkt mal bei Instagram oder Twitter gepostet. Die Leute, glaube ich, wissen gar nicht mehr, was jetzt wirklich eine Depression ist. Also Depression ist heutzutage gefühlt in den meisten Fällen einfach nur noch eine Ausrede, um, ja, mir geht's schlecht, ich bin depressiv. Meine Meinung, ja. Ja, naja, du, also, das ist schwierig, Alter. Weißt du, was das Problem ist? Wenn du sowas sagst oder wenn du sowas ernsthaft dich argumentierst, dass Leute kommen und dir da draußen Strick drehen. Also so ein Strick drehen von wegen, oh, der beachtet Mental Health nicht und so ein Mist. Ja, ja, da kommen dann wieder diese ganzen hobbylosen Leute raus, die, wenn die jemanden irgendwie, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Jeder, nicht nur mit den Hobby, oder wie soll man sagen, nicht die Leute, die behaupten, sie wären depressiv, obwohl sie es gar nicht sind, sondern es gibt dann leider auch einfach einen Haufen Hobby-Therapeuten, die meinen, oh, ich habe einen Twitter-Post von ihm gesehen und ich kann hiermit offiziell bestätigen, der ist wirklich depressiv. Weißt du, was ich meine? Ja. Davon gibt es halt leider auch einfach... Solange die kein Discord haben, wo sie irgendwie komische, erotische Bilder austauschen unter Minderjährigen, ist doch alles gut. Denke ich, ist ein ganz schwieriges Thema. Mit Sicherheit sind auch sehr viele depressiv oder haben Burnout, aber leider wird es halt auch einfach als Ausrede missbraucht dafür, dass es einem momentan nicht gut geht oder man unzufrieden mit seinem Leben ist oder whatever. Ja. Ne? Ich glaube, die meisten Leute, die sagen, sie sind depressiv, wissen gar nicht, wie eine wirkliche Depression ist. Ich glaube, den meisten Leuten, die sagen, dass sie depressiv sind, denen geht es wirklich schlecht, aber denen geht es halt nur schlecht. Genau, richtig. Also ich meine, ich verstehe nicht, also es geht vielen Leuten schlecht so, aber... Aber den Leuten geht's schlecht und sie schieben es auf die Depression, anstatt sich einfach mal mit sich selber zu beschäftigen und zu gucken, wo das Problem ist. Auch ich sag dir ganz ehrlich, auch ich habe in meinem Leben gerade in den letzten Monaten öfters eine Phase gehabt, wo ich auch gedacht habe, ich hätte eine ernsthafte Krankheit. Dabei war die Lösung einfach recht simpel. Hm. Ich hatte einfach mental für meinen Kopf zu viel Stress und habe daraus Schwindel und Übelkeit bekommen und habe auch gedacht, Bruder, bin ich schwer depressiv, whatever. Ja? Hm. Naja, du meintest ja, das war ja dieser Stress, ne? Genau, ja, also aus meiner Sicht war es der Stress, genau, ja. Wegen diesem Dings hier, ja. Diesen ganzen Casino-Ding und sowas, aber seit mir das auch bewusst ist, geht's mir auch besser, Digga. Ist weg? Muss ich sagen. Weg nicht, es gibt immer noch Tage, wo es etwas kritischer ist, aber es ist auf jeden Fall besser geworden, ja? Ja. Und ich habe halt auch gedacht, Bruder, wenn ich depressiv kriege, ich einen Burnout und sowas. Hab wieder auf ganz klug die Symptome. Oh, die Google-Symptomsuche. Ja, ja. Da hatte ich Hodenkrebs im Übrigen. Oh, nein. Scheiße. Oh, ganz schwierig. Die Google-Symptomsuche. Oh, ich habe so ein leichtes Kratzen am Arm. Ja, sie muss amputiert werden. Oh, fuck. Ja. Oh, fuck. Ja. Nee, lass mal. Ja, ein schwieriges Thema. Ja, nee, lassen wir mal. Geh zum Arzt. So, das ist unsere Message jetzt. Geh zum Arzt.